Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen. Let's play The Witcher 3. Wir sind wieder dabei. Mit Plätze natürlich wieder am Start. Und kommen wir essen nochmal ein Fleisch. So, jetzt sind wir wieder aufgefüllt und wir werden mal nach hinten gehen. Beziehungsweise werden wir uns mal reinschmuggeln. Ach, und hier ist sogar ein Weg, ne? Das ist nochmal so cool. Oha, plötzlich. So. Los, los. Die nehmen wir auch noch mit, oder? Nicht so schnell, Plätze. Junge! So, Edzettel. Das war's, oder? Ich guck hier mal nach dem Eingang. Oh, da können wir noch Kraut mitnehmen. Da war doch noch was, ne? Da hinten rennt noch einer. Hier sind einige mehr. Yes, yes, no. Okay, hält uns natürlich nicht ab. 5 Stück. Hm. Ach nee, das ist ein Wildhunde. Jo, Jungs, was geht mit euch ab? Nein! So. Daneben! Läuft! Hm, die haben eigentlich nur immer rohes Fleisch, ne? Oder halt dieses Hundeteig. Ach, einen haben wir noch vergessen. Direkt vor der Nase. So. Neue Markierung, Teufelsgrube. Ja, der ist da drinnen. Plötzlich schon da drinnen. Okay, jetzt müssen wir mal hier die Lage checken. Ja. Was machst du da? Plötze. Kleiner Bug, hä? Steh schon ein wenig in der Luft. So, was soll's? Ich hatte hier einen Deserteur gesehen. Hm, hier kann man aber nichts irgendwie looten, ne? Okay, Schweine sind da unten. Da ist ein Deserteur. Ach, wir nehmen heute mal den Laden hier auseinander. So. Fläschchen. Ach nee, mach mal aus. Wir wollen ja hier kommen. Wir können noch einiges aufnehmen. Alchemistenpulver. Seide. Alkoholtest. Und Alkoholtest und Seide, jo. Ui, da können wir noch was. Zwergenschnaps, Jäger. Hm, wie komme ich da rein? Das ist doch scheiße. Verstehst du, ich bin Zauberer bzw. Hexe. Ich komme da nicht rein. Weil verschlossen ist, alles klar. Alles klar, Leute. Ich weiß Bescheid. Komm mal hier ein wenig schöner.
Eieiei. Wie hieß das? Teufels- oder Todesgrube? Das weiß ich selber nicht mehr. Teufelsgrube, genau. Oh, da sind einige. Ich komme in Frieden. Ich stecke mal die Waffe sicherheitshalber weg, aber ich glaube nicht. Ach, das sind ja ein Haufen. Dein Arsch gehört mir. Echt? Schweinchen. Wow, Alter. Du wirst es nie lernen. Zielt auf seine Augen! Nein! Zaubert! Der Bastard zaubert! Nicht nachlassen! Alle, die sind richtig stark, ne? Nein! Alter Verwalter! Hat's weh getan? Shit, halt die Fresse, Alter! Alter, die werden alles ab, ey, verstehst du? Er zaubert! Der Bastard zaubert! Nein, da kommen ja noch mehr von den Doldis. Ich esse hier mal ein bisschen was. Ach nee, ich habe hier ein Schutzschild. Ich habe hier ein Schutzschild, kann das sein? Oh, jetzt ist das Schutzschild weg. Ah, die sind zu mächtig eigentlich, ne? Aber ich nehme das mal alles hier auf. Scheiße. Das ist scheiße. Nicht nachlassen! Ja, von wegen, Alter. Klappt wunderbar, ne? Edgy. Nicht nachlassen! Einsatz, Leute, Einsatz! Nein, wie viele sind da noch von denen? Nein! Was für ein Kampf, ich hätte speichern sollen, fuck! Nein! Nein, bitte nicht tot! Bitte nicht von vorne nochmal! Scheiße, wieder vom letzten Ding, oder? Ach, Kacke! Okay, die sind eindeutig noch zu stark für mich. Ich lasse das mal lieber sein. Ich lasse das mal lieber sein. Das ist, glaube ich, das Gescheitste für alle. So, was ich jetzt die letzten zwei Folgen gestorben bin, das bin ich die letzten 10 zusammen. Alter Verwalter. Ja, ich muss mal meine, diese ganzen Zeichen, Magie-Dinge, muss ich mal ein bisschen. Ach ja. Ach ja, naja. Okay, wir lassen das jetzt mal wirklich links liegen. Und gehen doch ein bisschen hier auf die wilden Hunde und auf die Ghule. Da komme ich ja wegen besser damit klar. Ach ja. Okay, reiten wir los.
ist das hier? Da ist auch ein Dorf. Wir nehmen mal hier die ganzen Kräuter mit. So, okay, nächstes Mal speichere ich das einfach ab. Hier sieht es friedlicher aus. Darum zücke ich mal mein Schwert nicht. Oh. Er ist vor Hunger schon ganz blass. Wer? Wenn das das einzige Problem ist, der isst nichts mehr. Oh, was steht hier? Das nilfgaardische Kriegsgeflecht findet diesen Mann des Verbrechens der Fahnenflucht für schuldig, da er seine Waffe im Stich ließ und sich unehrenhaft vom Schlachtfeld entfernte. Entsprechend dem nilfgaardischen Militärkodex ist das Urteil Tod durch den Strang ergangen. Möge der Mangel des Namens für immer der Vergessenheit anheimfallen. Ja, das ist ein tragisches Ding. Aber so war es ja auch in der NS-Zeit. Ja, quasi, wenn du nicht für dein Vaterland gedient hast, wurdest du auch erschossen. Du siehst aber schlimm aus. Das ist echt die richtige. Ach, dann bleiben wir doch hier ein bisschen. Da looten wir ein wenig. So. Oder ein kleines Dorf. Ach, hier können wir was nehmen. Alchemisten wohl für altes Bärenfell. Oh, holde Maid, ich komme gleich zu was Ihnen. Was hast du gemacht? Einen Bären zum Tanz aufgefordert? Nein, Baby, ich tue gleich dich zum Tanz auffordern. Wir sammeln mal das alles ein. So. Komm, das nehmen wir noch mit und dann ist er ruhig. Dann gehen wir mal zu der Frau, ne? Wo war die? Ich fand die voll hübsch. Hallo. Hm? Also hier ist alles voller Pfützen und schießt mich tot. Ach, hier können wir auch noch was nehmen. Alchemistenpulver. Und Weinstein und anzünden. Jo. Kleines Lagerfeuer. Die Sonne geht auch hier gleich unter. Gibt's hier noch was? Kann ich hier was aufsammeln? Maulbeertal. Sehr schön. Ihr Götter, bald ist Vollmond. Fenster vernageln, Türen mit Eisen beschlagen. Ich weiß, was ich hier gleich vernagel. Wenn ich die Türschwelle hätte, die würde alle Dämonen fernhalten. Was willst du? Meine Damen, holde Maid. Ich kann hier soweit gar nichts looten, ne? Hier ein alter Mann. Hier kann ich doch bestimmt, oder? Nee, auch nicht. Und in die Häuser kann ich da rein? Auch nicht, ey. Was ist das hier für ein Kuhkaff? Ich kann hier gar nichts mehr looten, ne? Na, kleiner. Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Und jetzt? Jetzt hängt er, oder? Ach ja. Die Götter mögen dich segnen. Danke, altes Weib. Ui, was ist mit dem passiert? Der kann nicht mehr. Ach, ist doch schön drin. Mal ein wenig Stimmung in die Bude. Wasserflasche. Nochmal eine Wasserflasche.
Und hier vielleicht Bücher? Kommt es zum Manuan? Ja, hier ist das Bett. Ja, nicht groß, ne? Aber es ist okay. Weinet nicht, alte Frau. Ein Wauzi. So, gehen wir hier noch hin, waren wir hier schon mal. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. Hallo, Holdemite, komm ich da rein? Yo! Ich guck mal hier ein bisschen rum. Mach doch auch mal gleich hier das Licht an. Dass man da wegen was sieht. So. Kartoffelbuvist. Und was haben wir hier noch? Die können wir nur anzünden. Ein Seil. Wer weiß, zu was wir das noch brauchen. Oh, hier ist noch was gewesen. Ach nee, das sind auch nur Kerzen. Zünden wir aber auch mal an. Was willst du? Ich hab's Feuer angemacht. Du bist die Gnade, du bist der Trost, du bist die Freude. Da warst du zuerst Sex, was willst du? Und dann? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ach, kleine Auseinandersetzung mit dem Greifen. So, aber ich glaube, hier verlassen wir das Dorf. Beide Streitmächte an, einer von jeder Seite. Die Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Hier war doch so ein Aushängebrett, ne? Genau hier. Was hast du gemacht? Einen Bären zum Tanz? So, benutzen. Was haben wir denn? Von den Tavernenwirten. Die Getränke in der Taverne am Scheideweg werden mit Novigrader Kronen bezahlt. Anderes Geld nehmen wir nicht an. Es wird auch nicht angeschrieben. Tauschgeschäfte gibt es auch nicht. Nahrungsmittel ausgenommen. Wenn das nicht passt, der geht besser Eicheln suchen. Recht so. Darlen in Seide. Nen Evelyn, denk, die Bäppe, du Bäppe. Kann ich nicht lesen. Warnung. Herhören. Wer in den Wäldern Leckereien findet, wie zum Julfest, also Ingwerkuchen, Äpfel mit Honig, Schmalzkringel, Pasteten, dann widersteht, wie sehr euch der Magen auch knurren mag. Niemand, der von solchen Dingen aß, hat man bisher jemals wiedergesehen. Das nehmen wir mal witzig als halber. Warnung, hüte deine Zunge, die Bäume haben Ohren, ein Freund. Und Flussführer gesucht. Ich brauche jemanden, der mich und meine Familie über den Ponta bringt. Wir sind fünf. Ich, meine Frau, drei Kinder. Die Kinder sind ruhig, sie weinen und schreien nicht. Sie werden uns nicht den Soldaten verraten. Ich bin nicht reich, gebe aber alles, was ich habe. Ich würde mich auch verschulden und in Dienste des Wohltäters treten. Ich tue alles, wenn wir uns aus Wählen herauskommen. Bitte erhört mein Gesuch, das nehmen wir doch auch noch. Und das mit der Taverne nehmen wir nochmal auch sicherheitshalber. Das kann ich nicht lesen, aber vielleicht gibt es jemanden, der es übersetzen kann. Und die Bäume haben Ohren, das lassen wir mal. Und da haben wir noch vermisste Ehefrau. Gute Leute, habt Erbarmen und hört mein Flehen. Meine Frau, Hanna, ist verschwunden. Sie ist vor ein paar Tagen in den Wald gegangen und nicht zurückgekehrt. Hört sich an wie Hänsel und Gretel, ne? Ich bin ganz außer mir vor Sorge und zahle dem, der sie mir zurückbringt oder mir wenigstens sagt, wo ich sie suchen muss, jeden Preis. Nilen, Jäger aus Schwarzzweig, das nehmen wir auch nochmal. Ach komm, wir nehmen alles. Neue Markierung, nicht erkundeter Ort. Wildes Herz, Quest. Sprich mit dem Jäger namens Nilen. Wer, frag ich mich. Ja, werden wir doch machen, oder? Wo ist der Nilen? Eieiei, der ist ja ewig weit weg. Wie wär's, wenn mein Mann. Da brauche ich doch mein Pferdchen. Handwerk versuchen würden. Wie bitte? Plätze. Nun denn, ich reite weiter, ja. Meine Freunde. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Komm jetzt. Uiuiui, das ist ein Sonnenuntergang. Ja, holla die Waldfee. Aber ich schau mal ganz kurz auf die Weltkarte, wo wir da genau hin müssen.
Nicht erkundeter Ort. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wildes Herz. Alter, wo müssen wir hin? Anschlagbrett. Eieiei, ist das riesig, ey. Leck mich doch am Sack. Also, das ist eine riesige Stadt. Hä, wo müssen wir hin? Das ist ja nirgendwo ausgewiesen, ne? Doch hierhin, wildes Herz, nachverfolgt. Ui, da haben wir einiges noch vor uns. Wir nehmen aber nochmal hier dieses nicht erkundete Ding mit. Machen wir noch am besten in dieser Folge. Los, lauf! Schwalbe! Was? Schwalbe! Da, Schwalben. Lauf, Plätze! Auf, es wird dunkel. Ui, ein Hase. Nicht so schnell, Plätze. Auf, Plätze, wir sind gleich da. Komm jetzt. Und ich steig mal hier ab. Und nehme noch die Kräuter mit. Und hier rennt auch wieder was rum da. So, irgendwo war doch was hier, ne? Ja, aber es ist ein bisschen weg. Obwohl. Komm schon, die nehmen. Ach, ist doch ein bisschen weiter weg. Boah, da sind aber ein Haufen Gegner hier noch, ne? So, das nehmen wir mit. Ich weiß nicht, was immer die Dreiecke sind, ne? Was? Monsterlager, neue Markierung. Ach du Kacke. Da rennt so einer von denen rum. Liebe Freunde, bevor wir hier runtergehen. Schauen aus wie Gollum, ne? Scheiße, da sind auch welche. Liebe Freunde, in diesem Sinne. Ach nee, das ist die Richtung, wo sie hinschauen, ne? In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Es wird spannend. Da gibt's ein Gemetzel nächstes Mal. Ich sehe schon kommen. In diesem Sinne, ciao.